Willkommen zum Chief of Anything Podcast im Vierklangformat mit Katrin Wütz und Dominik Klimek. In unserem Vierklangformat geht es um das Zusammenspiel von Purpose, Vision, Werten und Strategien und darum, was mit Unternehmen passiert, wenn wir diese vier zusammenbringen. Hier höre ich aus erster Hand, wie die Vierklangstrategie Firmen vorangebracht hat und was ich von der Umsetzung erwarten kann. Hey. Hallo Katrin! Hallo Dominik. Hallo Michael. Also irgendwas ist heute ein bisschen anders. Hallo liebe Zuhörerinnen und hallo Christian. Schöne Grüße an dich im Urlaub. Genieße die Zeit, wo auch immer du gerade bist, vermutlich irgendwo im wie heißt es, im Schlafwagen in der Hängematte in der Toskana oder so, stelle ich mir das gerade vor. Wir haben das große Vergnügen, Katrin, Dominik und ich, dass wir ein neues Format beginnen hier beim Chief of Anything Podcast. Und dieses Format, und ab jetzt auch mit Video begleitet, nennen wir das Vierklang-Format, weil alles, worum es sich hier geht, zum Thema Vierklang ist, nämlich der Vierklang, mit dem ich eine Kultur basierend auf Purpose, Vision, Werten und Strategien aufbauen kann. Und bevor wir da hinkommen, erstmal die Runde, wer seid ihr beiden eigentlich? Mich haben die meisten hier schon bei ein paar Podcast-Episoden gehört. Herzlich willkommen. Ihr zwei kommt jetzt hier rein, übernehmt das jetzt. Ihr werdet auch die Interviews in Zukunft führen und die Episoden machen. Katrin, ich reiche das Mikrofon mal an dich. Wer bist du? Was machst du hier? Sehr gute Frage. Danke dir, Michael. Ja, wie schon gesagt, mein Name ist Katrin. Ich habe die Ehre, schon seit Jahren mit vielen Corporates vor allem zusammenzuarbeiten, habe mittlerweile über 20.000 Leute trainiert, hauptsächlich zum Thema Kommunikation und immer wieder festgestellt, gerade wenn es um so Themen wie Strategie geht, wenn es darum geht, warum wir eigentlich machen oder wofür wir machen, was wir machen in so einem Unternehmen, wenn es übers Geldverdienen hinausgeht, dann gab es da ab und zu so ein Disconnect zwischen dem, was irgendwo oben beschlossen wurde und dann im Zweifelsfall einfach nicht umgesetzt wurde. Und deshalb freue ich mich besonders, dass wir mit diesem neuen Format genau da ansetzen und das ganze Thema weitertragen. Dankeschön, Katrin. Klingt sehr spannend. Also die Expertise von vielen multinationalen Corporates und zigtausend Leuten, die du trainiert hast und auch zum Thema Strategie. Dominik, wer bist du? Auch eine sehr, sehr gute Frage. Danke dir, Michael. Ich bin, wie Michael schon gesagt hat, Dominik. Und was mich absolut fasziniert, ist die Komponente vom Mindset, die hinter all dem steht, was wir letztendlich tun. Ich habe schon jahrelang in Corporates gearbeitet, dort auch als CFO tätig gewesen, immer wieder festgestellt, oftmals sind es gar nicht die Dinge, das Wissen ist vorhanden, wird aber nicht umgesetzt. Und die Frage ist, warum liegt das? Fehlt da vielleicht das Commitment? Und oftmals war eine Initiative dann eben nicht von Grund auf heraus mit dem ganzen Unternehmen gestartet oder es ist ein Mindset-Thema. Und deswegen freue ich mich hier so wahnsinnig mit dabei zu sein und gemeinsam diesen Purpose, die Vision, die Werte und das alles hier mit zu begleiten. Cool, danke dir, Dominik. Und was mich an dir immer beeindruckt, ist hier aus deiner Vergangenheit, zusätzlich zu dem, was du schon genannt hast, dass du eine Vergangenheit hast als CFO in VC-finanzierten Ventures, also da auch in der Startup-Welt schwer unterwegs warst. Und das ist ja mein Lieblingsding an dir, dass du in USA 2 Jahre bei Tony Robbins im Team warst, fest dabei und seit 5 Jahren mit dem schon zusammenarbeitest. Also damit auch eine Seite von Coaching und von Menschenhelfen erlebt hast, die auf einer ganz großen Skala Gewaltiges leistet. Toll, dass du auch hier dabei bist. Ja, und dann zu mir. Ich glaube, die meisten, die den Podcast hier hören, kennen mich schon. Die Perspektive, die ich hier einbringe, ist, dass ich in den letzten 15 Jahren dieses Modell mit Purpose, Vision, Values und Strategien in all meinen Lebensbereichen angewendet habe, in vielen Ventures, die ich mit finanziert, gegründet und unterstützt habe, mit tausenden Unternehmern mittlerweile, die diese Methodologie benutzen. Und dank euch beiden
bin ich auf die, ja, auf den Trichter gekommen, habt ihr mich schön inspiriert, dass das eine tolle Methodik ist, die wir gerne anderen Menschen näher legen möchten und auch gerne mehr Menschen mit unterstützen möchten. Das ist so der Hintergrund für uns drei. Ich mache das jetzt seit 15 Jahren mit Purpose, Vision, Values, Strategies und mit dem Modell mit den drei Kreisen und dem Herz in der Mitte. Werden wir alles noch besprechen. Und habe damit tolle Erfahrungen gemacht, sowohl im Businessleben mit großen Startups, die dann auch in eine hundertstellige Millionenhöhe gelangt sind. Ein IPO war mit dabei von einer Firma, die das Modell genutzt hat. Und auch mit vielen kleinen Startups, wo ich also tausende Leute schon begleiten durfte damit und gesehen habe, was das Tolles anrichten kann. Bisher habe ich das ganze Ding nie irgendwie aktiv erklärt, beworben, vermarktet oder sonst was. Das ist immer von alleine passiert. Und wir drei haben uns jetzt zusammengetan mit der Mission, das mehr Leuten näher zu bringen, weil wir so begeistert davon sind, wie toll das funktioniert. So wie also das ganze Vierklangformat, Name hier dieses Formates im Chief of Anything Podcast, funktionieren wird. Heute starten wir drei hier und erklären im Simplen und als Anfang mal, worum es eigentlich geht in diesem Format. Früher hätten wir Staffel gesagt, aber es ist eher ein Format. Und danach interviewt ihr beiden jede Woche interessante Führungspersönlichkeiten, die mit diesem Strategiemodell schon gearbeitet haben und da erstaunliche Erfahrungen mitgesammelt haben. Und da werden wir einige coole Startups und auch Grown-Ups dabei haben, die davon berichten werden. Und ich freue mich schon total darauf, wie das dann wird, euch zuzuhören, wenn ihr dann von mit den ganzen Leuten spricht, mit denen ich in den letzten 15 Jahren gearbeitet habe und vielleicht auch noch einige mehr, und wir dann alle gemeinsam, die wir hier zuhören und drin sitzen, so ein Bild davon bekommen, wie mächtig das als Strategietool ist und wie schön sich damit mit allen Mitarbeitern zusammenarbeiten lässt. So, dann gerne mal die simple Frage zum Warmwerden, hier auch ganz im Sinne unseres Dogfoods bei Coa Academy. Da fangen wir ja immer gerne an mit der Frage, wofür? Wofür machen wir das hier? Vielleicht den Ball wieder zuerst an dich, Katrin. Wofür machen wir das, was wir hier machen mit diesem Podcast und dem Vierklangmodell? Was wir machen, ist natürlich das bestgehütetste Geheimnis zum Thema Strategiecoaching einmal aus dem Sack zu lassen und den Leuten davon zu erzählen, was hier eigentlich überhaupt alles möglich ist. Du hast es ja vorhin schon gesagt, du hast es noch nie so wirklich vermarktet, machst das Ganze schon seit 15 Jahren. Und das alleine ist ja schon mal ein Zeichen dessen, wie geil der Scheiß eigentlich ist, wenn ich das hier sagen darf. Denn ohne Marketing 15 Jahre lang Tausende von Firmen zu trainieren über Word of Mouth spricht dafür, das Ding funktioniert, das macht Spaß, das macht Laune. Und die Leute sind richtig mit dabei. Und das wollen wir der Welt nicht vorenthalten. Dafür sind wir hier und dafür machen wir diesen Podcast. Cool, Dominik, hast du noch was hinzuzufügen? Ja, sehr gerne. Wir haben das alle drei ja schon erlebt. Wir sind immer wieder in verschiedenen Firmen drin und merken, da ist wie so ein bisschen Sand im Getriebe und es läuft einfach nicht so in die richtige Richtung. Und es gibt dort so viele verschiedene Ansätze, die mal funktionieren und mal nicht. Und da haben wir festgestellt, dass gerade mit dem Vierklangmodell in dem Moment, wo ich sage, ich nehme die ganze Company mit und ich habe diesen kollaborativen Ansatz, wo wir gemeinsam an dieser langfristigen Strategie arbeiten und wirklich so die Mindpower von allen unseren Mitarbeitern nutzen, die involviert sind. In dem Moment schaffen wir dieses kollaborative Vorangehen und sind auf Dauer viel schneller und erreichen mehr. Und das ist so ein Wunsch und ein Problem, das viele Startups und Grown-Ups haben, dass sie eben diesen gemeinsamen Drive haben möchten. Und das ist das Tool, mit dem sie das erreichen können. Und deswegen teilen wir das gerne, wie das funktioniert. Super, dankeschön. Da habe ich nicht viel zuzufügen. Also mein persönliches Anliegen, wofür ich hier bin und in dieser Sache mitmache, mein Why, mein Wherefore, ist, mir hat das, was wir hier teilen, so dermaßen geholfen in den letzten 15 Jahren. Ich gebe das sehr, sehr, sehr gerne weiter. Ich habe es auch von anderen gelernt und ich sehe hier eine wunderschöne Opportunity, das zu teilen und da vielen Menschen in der Welt mitzuhelfen, das zu machen, was sich so förmlich strategische Planung nennt, und was mit allen Leuten, die beteiligt sind, zusammen riesig Spaß machen kann und total effektiv sein kann und zu sehr großem Erfolg führen kann.
das wäre mir eine Freude, wenn wer jetzt zuhört, ne, bitte schick mir eine Postkarte, wenn du da angekommen bist, wenn es sich total gelohnt hat, das mitzumachen und das Modell zu benutzen, schick mir eine Postkarte aus der Zukunft, bitte, wenn du sagst, das war richtig geil und danke, dass ihr das damals geteilt habt, ihr drei. Da freue ich mich schon drauf. Okay, jetzt haben wir schon ein bisschen was gesagt. Was ist denn der Vierklang? Wie funktioniert das? Worum geht das? Naja, gehen tut's ganz grundsätzlich um die Kombination aus Purpose, Vision, also meiner Vision, Values und Strategies, ja, und die im Einklang miteinander, wenn die alle zusammenspielen, dann harmonieren die wie so ein schöner Vierklang in der Musik das tut, wenn vier einzelne an sich vielleicht ein bisschen langweilige Töne zusammenkommen und gemeinsam auf einmal Musik machen, gemeinsam eine Harmonie erzeugen und gemeinsam mich mit was erfüllen, ja, und das soll jetzt gar nicht so nach Kumbaya klingen, was wir hier machen, das ist es gar nicht, sondern es geht darum, alles auf ein solides Fundament zu stellen, sich sicher zu sein, dass die Leute, die bei mir in der Firma mit dabei sind, alle das gleiche Ziel verfolgen. Weil wenn wir jeder in eine andere Richtung laufen, dann kommt einfach am Schluss auch nicht das Ergebnis raus, was wir uns erhoffen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir ganz grundsätzlich erstmal drüber reden, dass wir uns da einig sind, ja, wozu machen wir eigentlich, was wir hier tun, übers Geld verdienen hinaus. Ja, was sind die Spielregeln, mit denen wir auch gemeinsam unterwegs sind? Was sind unsere Werte, mit denen wir miteinander umgehen, mit unseren Kunden umgehen, wie wir miteinander leben sozusagen in unserem Arbeitsleben? Und passt es denn alles zusammen? Und dann geht es natürlich um die Vision. Wenn alles mega geil gelaufen ist, wo sind wir dann in 5 Jahren angekommen? Aus der Zukunft heraus nochmal zurückgeschaut. Und dann natürlich die Strategie, wenn wir jetzt nach vorne gucken, wie kommen wir genau dahin, dass wir in 5 Jahren zurückschauen können und sagen können, ey, mega geil gelaufen. Cool. Dominik? Ja, ich denke mir, wenn ich kein Ziel habe oder ein Schiff, das keinen Hafen hat, dann fahre ich immer in die falsche Richtung. Und in dem Moment, wo ich weiß, wir alle sind hier in dieser Firma, weil das ist der Purpose, den wir gemeinsam erfüllen wollen. Dann gehen wir schon mal in die gleiche Richtung. Und dann weiß ich genau meine Vision. Da, wo wir in 5 Jahren angekommen sein werden, da ist es, da ist unser großes Ziel. Und wenn ich dazu noch die Werte nehme und sage, auf dem Weg dorthin sind das die Spielregeln, an die wir uns halten. Und wenn ich dann konkreter werden will und sage, okay, was machen wir denn jetzt ganz konkret in den nächsten 3, 6 Monaten, dann habe ich meine Strategien. Dann ist dieses Zusammenspiel, das ist der Vierklang. Und wenn ich davon auch nur eine Sache weglasse, ist es nicht so mächtig. Und gerade die Kombination aus all diesen 4 Dingen, die in der ganzen Firma bekannt sind, das ist nicht irgendwas, was in der Schublade liegt, das ist in den Köpfen und vor allem auch in den Herzen aller meiner Mitarbeiter. Und wir gehen alle in diese Richtung und dann komme ich dort unglaublich schnell an und erreiche auch das, was ich mir in meiner Vision erfüllt habe und trage mein Wofür in die Welt hinein, neben dem Geld verdienen natürlich. Cool, dankeschön. Ich erinnere mich gerne an einen Moment, an dem ich diesen Vierklang das erste Mal kennengelernt habe. Damals habe ich das noch nicht Vierklang genannt, was ein schönes deutsches Wort ist, was ich auch gerne im Englischen dafür benutze mittlerweile. Und da stellte sich ein Mann ein Flipchart und malte das auf. Ich mache es mal gerade für die, die hier im Video auch mitgucken, schalte ich mal um an meinen Flipchart. Ich hoffe, ihr könnt das in etwa sehen. Und malte da ein Herz hin auf dieses Flipchart. Und daneben dann 3 Kreise. 1 Kreis oben und 2 Kreise unten, alle mit so einer Schnittmenge, wie so bei so olympischen Ringen. Verankerte da dieses Herz dann in der Schnittmenge, einfach weil er und genau wie ich auch das nicht malen können, dass es da drüber gemalt ist und sagte dann diesen tollen Spruch zu mir, this is how we are going to run this company. Mit diesem Modell. Und das war ein ziemlich spannender Moment. Und dann ging es weiter. Und er hat dann, auch erklärt, was hier alles da zu sehen ist. Und sagte dann, das Herz, das ist unser Purpose. Purpose ist, wofür wir machen, was wir machen, übers Geld verdienen hinaus. Im Englischen manchmal auch why genannt, obwohl das Wort wherefore noch besser passt. Vision ist, wohin wir gelangt sind in 5 Jahren und es mega gelaufen ist.
Ja, dann hier an der Seite da unsere Werte, unsere Values, mit denen wir definieren, wie wir uns verhalten, wie wir sind. Und dann letztendlich unsere Strategien, das ist dann die Kugel da unten rechts, die aussagt, was wir denn jetzt tun. Also was wir tun, wie wir uns verhalten, die große Vision, auf die wir hinarbeiten und wofür wir das alles überhaupt machen, das ist, was der Vierklang ist. Okay, spannende Sache. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, also das kann ich jetzt verstehen, ist ja simpel und von Purpose, Vision, Values und Strategien hat ja mittlerweile jeder im Business auch eigentlich mal irgendwo gehört und wird überall benutzt. Ihr kennt das Modell jetzt auch schon eine kleine Weile. Vielleicht können wir das noch kurz teilen jetzt hier in unserer ersten Episode und dann danach nächste Woche die Erfahrungsberichte hören. Was ist es jetzt, was das zum Funktionieren bringt? Wie funktioniert denn dieses ganze Ding? Gute Frage. Ich bin so ein bisschen gerade im Zwiespalt und denke mir, eigentlich würde ich am liebsten die Leute erzählen lassen, die durch den Prozess schon durchgegangen sind und unsere Zuhörer so ein bisschen auf die Folter spannen, was denn in der nächsten Episode alles so kommt. Aber ihr dürft gerne, nicht aber, sondern und, ihr dürft gerne auch mehr dazu erzählen. Ich glaube, für den Moment halte ich erstmal den Mund. Ja, finde ich gut. Dankeschön. Hard to get. Dominik, möchtest du schon ein bisschen den Kimono öffnen? Genau, also vielleicht, wenn wir so einen ganz kurzen Peek hinter den Vorhang wagen, ohne ins Detail zu gehen, aber was bedeutet das für mich High Level? In dem Wie steckt ganz viel drin. Ich möchte die Schwarmintelligenz meiner gesamten Mitarbeiter nutzen. Das heißt, wir kommen alle zusammen in einem kollaborativen Prozess und erarbeiten, erforschen und finden und eruieren, was ist denn unser Purpose? Was ist unsere Vision? Was sind unsere Werte und was sind unsere Strategien? Und das baut alles aufeinander auf. Das heißt, am Anfang kommen wir in diesem kollaborativen Prozess zusammen und reden ausschließlich darüber, was ist unser gemeinsamer Purpose? Warum existiert diese Firma, für die wir arbeiten, über das Geld verdienen hinaus? Und eine Frage, die da aufkommt, ist das jetzt ein demokratischer Prozess? Nein, es ist natürlich kein demokratischer Prozess. Es ist ein kollaborativer Prozess. Und was der Unterschied zwischen demokratisch und kollaborativ ist, der essentiell wichtig ist, gerade für die Führungskräfte, die wir haben, darauf werden wir natürlich in den späteren Folgen noch eingehen. Cool, Michael, spannend. Vielen Dank. Ich werde auch nur ein bisschen teasern. Also Strategie wird ja schon seit langer Zeit gemacht, ne? Also so Firmen wie McKinsey, Roland, Berger, Bain und so weiter, die verdienen sich da doll dran. Und auch zu Recht, es ist ein sehr, 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 sehr wichtiges Thema. Jetzt hat sich in den letzten Jahren was geändert durch die ganze Remote-Arbeiterei und die ganzen kollaborativen Tools. Ja, also angefangen mit simplen Google Docs, geteilten Tabellen, Mural Boards und was es alles mittlerweile gibt, haben wir mittlerweile Arbeitsmöglichkeiten, die mich an so einen Supercomputer erinnern. Ja, und mit cleveren Algorithmen, die Prozesse, mit denen wir arbeiten können, kriegen wir das hin, dass 20, 30, 40 Leute an einem Strategieprozess beteiligt sind und sogar hunderte und Tausende, wenn man es noch ausdehnt, und wo von allen der Input einfließt und alle mitgenommen werden und alle enthusiastisch sind. Und das ist, wie das Ding funktioniert. Also es sammelt die Mindpower, so hast du es, glaube ich, eben genannt, ne, von allen ein, um damit zum optimalen Ergebnis zu kommen, auf eine erstaunliche Art und Weise. So, und wenn ich das mache, what if, ne, was passiert dann? Kriege ich es hin, erstens eine brillante Strategie zu haben, die zweitens schon in allen Mitarbeitern drin ist, weil sie es ja mitgebaut haben. Das heißt, der ganze Überzeugungsaufwand fällt danach weg und es ist ganz leicht und es ist schon in allen Herzen und in allen Köpfen drin und alle können loslegen, ohne dass ich jetzt erklären muss, warum die Strategie so ist, wie sie ist. Und das ist ziemlich magisch, wenn das funktioniert. Und ich bin immer noch begeistert nach den 15 Jahren. Okay, ich glaube, das passt fürs Erste. Katrin, wie fühlst du dich jetzt in einem Wort zu dem, was wir hier machen? Ich fühle mich energized, wenn ich auf Englisch gehen darf. Gerne. Dominik, dein One-Word-Checkout. Vorfreudig.
Und ich fühle mich begeistert und freue mich auf die Episoden mit euch. Vielen, vielen lieben Dank auch von Christian und von mir, dass ihr das übernimmt, dass ihr das hier führen werdet. Das Vierklang-Format im Chief of Anything Podcast. Und ich freue mich auf die nächste Episode nächste Woche, wenn wir dann hören, wie denn das Ganze in dem ersten Unternehmen, von dem wir da hören, funktioniert hat und immer noch funktioniert. Und was für Erfahrungen gemacht worden sind, die hilfreich sind und vielleicht auch, was noch nicht geklappt hat und in Zukunft noch klappen kann. Wir sind auch ganz offen dafür, für jedwede Stimmen dazu. Herzlichen Dank euch beiden und dann viel Erfolg und viel Freude mit dem Vierklang-Format hier beim Chief of Anything Podcast. Bye, bye. Das war's für heute mit Vierklang-Strategie-Coaching in unserem Chief of Anything Podcast. Wenn auch du die Vierklang-Strategie für dein Unternehmen entdecken möchtest, dann klicke einfach auf den Link in der Beschreibung und melde dich bei uns.